wieder so ein typischer Deus Ex Machina-Moment in der Geschichte. Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist einfach die Eigenschaft mancher Skriptautoren, aus dem Nichts eine Lösung zu finden für das Problem, das man sich selbst geschaffen hat, nämlich dass Batman sterben wird. Dann kommt halt das Blut der Dämonen und schon ist man jetzt wieder im Spiel. Und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Okay, los geht's. Oh, hallo. Na? Oh, ich werde sogar mit Respekt behandelt. So mag ich das. Ja, stillhalten. Richtig. Geht in Pose für euren König. Danke. So will ich das meinen. Wunderbar. Jetzt du auch noch. Und ich rede mit meiner liebreizenden Talia. Na? Hi. Du hast es geschafft. Bist du überrascht? Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Aber ich fände das auch schön, wenn ich gnädige Geister habe. Oh. Ra's al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das ist dein letztes Wort? Tja, hätte sie mal lieber getötet, Batman. Wow! Okay. Was geht denn jetzt ab? Und wieso ist Talia so unbeeindruckt? Ich versteh's nicht, aber... Ich will auch in dieses Säurebecken. Heftig. Jetzt kann noch einer von uns diese Kammer lebend verlassen. Das werden wir ja sehen. Alter. Der Typ ist wirklich cool. Muss ich ja einfach mal sagen. Der Pinguin beispielsweise ist einfach kein großartiger, angsteinflößender, bösartiger Charakter. Selbst Bane finde ich hingegen nicht sehr interessant, aber Ra's al Ghul hat echt Stil. Ich fand es nur gut, wie Talia einfach nicht auf ihn reagiert hat. Als wäre er unwichtig oder als würde sie das schon kennen. Wow. Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Oh, wow. Was zur Hölle? Wie soll ich das denn kontern? Okay. Das ist natürlich praktisch. Oh, ich habe das Gefühl, diesen Fight werde ich auf jeden Fall... Wow. Von wegen. Gott, ey. Ich krieg das einfach nicht hin mit dem Schwingen. Aua. Du kannst uns nicht... Wie soll ich ihn denn kontern? Das macht mich echt verrückt. Ah, so. Ah, das war er, okay. Wo ist er denn? Wo ist er? Sieh die wahre Macht meiner Lazarusgrube. Wow, okay. Oh. Ja. Okay. So. Hilft das überhaupt irgendwas? Ja. Ich hab das Gefühl, das tut's nicht. Aber vielleicht so? Vielleicht muss ich aber auch einfach nur ins Loch treffen. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Oh, okay. Das ist echt anspruchsvoll. Okay, andere Richtung. Gegen die Rotation. Sehr schön. So mag ich das doch. Relativ simpler Bossfight vom Konzept her. Umsetzung ist relativ anspruchsvoll. Sieht vielleicht nicht so aus, aber... Batman, du sollst eine Schnelldistanz da nochmal. Oh, Snipe. Schön durch die Mitte. Oh, fuck.
Bitte, Ra's al Ghul, hör auf, mir Klingen gegenüber zu werfen. Ich bin jetzt nicht so der Freund von scharfen Dingen. Außer beim Essen. Wer weiß, beziehungsweise wer mich kennt, der weiß, dass ich gern scharf esse. Aber ich hab's nicht so mit scharfen Gegenständen in meinem Gesicht. Okay, los geht's, ey. Ah! Da kommen ja immer noch Klingen. Kann ich dich jetzt verkloppen? Nein. Kann ich nicht. Konter, Konter, Konter! Schön! Oh, ich hab mal die Kontertaste. Komm doch her, Mann! Nee, du kriegst eher aufs Maul. Niemals! Du bist nicht Batman. Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen. Den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Oh nein, Batman. Wegen dir darf ich jetzt noch die zweite Phase dieses Bosskampfs machen. Du kannst uns nicht schaden. Wow! Okay, Konter, Konter, Konter. Ja! Heide Witzka! Jetzt geht's ja aber ab. Okay, es hat auch was mit dem Timing zu tun, wenn man das macht. Oh. Du kannst uns nicht besiegen. Ja, das will ich doch erstmal sehen, ob ich das nicht kann. Ich werde mein Bestes geben, das zu schaffen, mein Freund. Da kannst du... Fuck, falsche Taste. Kannst du dir aber mal sicher sein. Einer nach dem anderen von euch. Wird auf jeden Fall... Oh, sehr schön, den habe ich noch bekommen. Es gibt zu viele von uns. Das stimmt nicht. Solange ihr mir keinen Schaden macht, sind das genau die richtige Menge an Steinmenschen, die man verkloppen kann. Ist zumindest meine Devise. Oh, ich glaube, ich habe den richtigen erwischt, oder? Das war einfach nur eine random Cutscene. Ich muss sie einfach nur dezimieren. Nicht wirklich alle auf einmal vernichten. Das macht die ganze Sache einfacher. Oh fuck, das ist der richtige. Du kannst uns nicht schlagen. Den hätte ich tatsächlich aber sogar ausweichen können. Aua. Es gibt so viele, Alter, von uns. Ehrlich gesagt, Ra's, da hast du gar nicht mal so unrecht. Aber jetzt gibt's voll aufs Maul. So. Oh, wo ist er denn schon wieder hin, ey? Okay, er will wieder sein, komisches Spielchen machen. Ey, du, komm her. Falsche Taste. Wow, 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 wow. Okay, okay. Wie komme ich denn hier durch? Durch seine Verteidigung. Heilige Mutter Gottes. Ja, das hätte ich wirklich tun sollen. Ich bereue... Lieber Ra's, ich bereue tatsächlich. Oh, ho, 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 Baby! Oh mein Gott, Adrenalin! So, jetzt habe ich dich doch. Oh nein! Komm schon! Ra's! Ich dachte, wir sind Freunde. Eben wolltest du noch, dass ich deine Tochter heirate. Heißt das nicht irgendwas heutzutage? So Schwiegerpapi-mäßig? Das wäre doch schön. Du und ich zusammen grillen am See beim Angeln oder so. Weiß ja nicht, ob vielleicht willst du auch nicht angeln, ist in Ordnung. Du musst nicht angeln, du kannst auch gerne Dämonen beschwören, wenn es dir mehr Spaß macht. Hauptsache, wir sind eine glückliche Familie, du, ich und Talia. Wollen wir doch hoffen. Du kannst uns nicht schlagen. Ich will diesen Fight eigentlich nicht verlieren, ehrlich gesagt, jetzt bin ich schon so weit gekommen. Und so schwierig ist der auch nicht, ich stelle mich nur wie immer halbwegs dumm an, aber auch nur halbwegs, muss ich einfach mal zu meiner Verteidigung sagen, weil noch habe ich nicht verloren. Oh, ich muss nur näher rankommen. Jetzt aber, komm, den treffe ich. Wunderschön. Gott, es ist aber auch schwierig, das Loch in der Verteidigung zu treffen. Liegt aber auch daran, dass ich immer in die falsche Richtung laufe. So ist es viel einfacher, ehrlich gesagt. Aber jetzt habe ich mich einmal treffen lassen. Zweimal sogar hintereinander. Wenn man einmal... Oh! Oh, okay, das Spiel war sehr gnädig mit mir. Man kann auch ein bisschen im Zickzack laufen. So ist das ja nicht. Ich sollte in die andere Richtung laufen. So, guck mal. So, warum war ich das nicht gleich so? Fragen über Fragen, deren Antwort ich leider nicht kenne. Aber hier kommt das Loch in der Lücke. Ja, wunderschön. Komm her. Hör auf, da in der Luft zu schweben und stell dich hier. Okay, du willst also wieder kontern, ha? Huh? Na, weißt du, nur weil du leuchtende Tattoos hast, heißt das nicht, dass du stärker bist als ich. Gibt's nämlich eins... 2, 3, 4, 5. Ja! Aggression rauslassen. Aua! So, jetzt liegst du, weißt du?
Jetzt liegst du blutend auf der Street und sagst, fuck, ich hab gedacht, du wärst nur ein Image-Superheld. Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Meine Mutti? Das war nicht Teil des Plans. Mutti! Ja. Umgekehrter Batarang. Vorprogrammierter, ferngesteuerter Batarang, der seine Flugrichtung umgekehrt und von hinten auf den Gegner aufprallt. Dies lässt den Gegner benommen und verwirrt zurück. Okay. Okay. Anvisieren. Du musst ihn töten. Und werfen. Hör! Bam! Weißt du magst zwar ein Dämonenlord sein, aber ich bin fucking Superheld mit 200 Millionen auf dem Konto und ordentlicher Technik. Schön das Blut von dem alten Opa. Detective! Du hättest mich töten sollen. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du? Du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht! Ihr zwei verdient einander. Hey! Du siehst alt aus, Ra's. Was ist hier wirklich los? Mach mich traurig. Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach. Wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ra's. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Yeah. Badass. Manchmal finde ich die Dialoge etwas zu sehr aufgesetzt, aber ansonsten, hey! Wo zum Teufel bist du gewesen? Ich dachte, du wärst tot. Nö. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ra's gefunden? Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Ra's befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen, aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ra's war dem Zeug zu lange ausgesetzt, das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du, du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ra's wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ra's gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Nö. Vermutlich nicht. Ra's ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es. Okay. So, wunderschön. Hat dann Robin haben wir dir die Blutproben besorgt? Ja, er ist in Gotham Spiel. General. Da geht's drunter und drüber. Ich verbinde. Hey, Bob. Geil, mit Robin reden, ey. Ich bin's. Was ist da los? Bruce sieht schlecht aus. Im Gotham General gibt es mindestens 30 bestätigte Fälle. In Mercy sind es knapp 50 und wie es aussieht, wiederholt sich das in der ganzen Stadt. Hab eine Simulation gestartet. Bereits morgen früh könnte Jokers Blut in mindestens 2000 Menschen stecken. Die ersten Todesfälle werden kurz danach auftreten. Bruce, das Heilmittel. Hast du es? Ich bin gerade auf dem Rückweg zu Freeze. Hoffentlich genügt die Blutprobe, die ich von Ra's genommen habe, um die Formel zu vervollständigen. Ich hoffe, du hast recht. Wollen wir auch mal hoffen, dass der gute Mr. Freeze überhaupt noch im Museum ist? Mal so an dieser Stelle angemerkt, ne?